Also, guten Morgen. Neuer Tag, neues Glück. Ich bin gerade dabei, den Tisch zu decken. Fürs Frühstück, so wie ich das am Wochenende ja immer mache. Also, eigentlich fast immer. Ja. Und heute gibt es eine Fortsetzung des Projektes Elektrisch Eier kochen. Ilona hat zwar gesagt, dass wir 50.000 so eine Eierkocher zu Hause hätten, hat aber keinen gefunden. Also ist ein neuer gekauft worden und ich verwende jetzt dieses Frühstücksmesser für das Unboxing. Also nee, mache ich nicht. Schließlich habe ich ein Unboxing-Messer. Also nicht diesen Leatherman, sondern das Unboxing-Messer. Da ist es. Kreuzgefährlich, aber schafft jede Verpackung. Zack. Das war der entscheidende Schnitt. Und jetzt machen wir es auf. Also die Verpackung muss ja ganz bleiben, damit wir das dann später bei eBay Kleinanzeigen verhökern können. So macht man das ja heutzutage. Oh. Schon wieder diese Werbung. Packe ich mal weg. So, Beschreibung extra für mich, klasse, aber vermutlich wenig Bilder, wieder viel Schrift, sowas kann ich nicht leiden. Und da haben wir es. Die Verpackung wirft man ja einfach weg beim Unboxing. Ja, so, zack, bin ich überhaupt zu sehen. Genau, großer Vorteil des Eierkochers ist, man kann auch am Tisch Eier kochen. Ich weiß jetzt zwar nicht, was das für einen Unterschied macht, aber großer Vorteil. Das hier werfe ich jetzt mal nicht auf den Boden, das finden wir nie wieder. Schuko-Stecker, Gastro-Back und da ist ein Schalter drauf. Da ist nicht mal eine Folie drauf, ja, also billig. Und jetzt ist es für mich so ein bisschen weg damit. Für mich so ein bisschen die Frage, wie kriege ich jetzt raus, ob das 3 Minuten, 6 Minuten, 12 Minuten, 24 Stunden Eier wären. Also ich weiß überhaupt nicht, wie so ein Ding funktioniert. Ein Messbecher ohne Einheit. 1, 2, 3. Mittelmäßig, boah, muss ich jetzt wirklich die Brille weich, soft, mo, aha, hart, ha. 1, 2, 3, also vermutlich, wie ich meine Eier haben will, ist die Seite, die ich auswähle und 1, 2, 3 ist die Menge von Wasser, die da rein muss und dann, Schatz, wie geht denn das? Besonders handlich und platzsparend, inklusive Messbecher mit Skala und Eierstecher. Was ist denn ein Eierstecher? Ihh! Hier ist eine... Das ist ja gefährlich. Mit Eierstecher. Abschaltfunktion mit Signalton. Ja. So, also der Deckel passt wahrscheinlich hier drauf. Dieses Ding passt nirgendwo hin, kann aber die Eier stechen. Messbecher, Wasser rein, da reinkippen, Strom ran, anschalten und warten, bis das Wasser weg ist oder was soll das? Das habe ich verstanden, aber ich habe noch nicht verstanden, wie das Ding funktioniert. Also, ich werde das jetzt nicht lesen. Es sind wirklich keine Bilder drin. Leute, was denkt ihr euch denn? Ja, wer soll denn für ein paar Eier die ganze Scheiße hier lesen? Sondern ich gehe nach der Beschreibung und dem, was ich intuitiv hier herausgefunden habe. Medium nehmen wir oder nehmen wir weich? Schatz, weich oder medium?
Nimm die Mitte. Die Mitte. Also tue ich so, als ob ich 3 weiche Eier hätte. Nee, 2. 1, 2. 2 weiche Eier. Nein, 3 Mitteleier. Ich tue so, als ob ich 3 Mitteleier habe. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob ich jetzt richtig geschlussfolgert habe. Bin gleich wieder da. So, also da tut man sein Bestes, ja. Und dann kommt sie daher aus dem Garten. Zeig mir mal, das sieht zu viel aus. Ich habe jetzt 3 Eier weich genommen. Aus meiner Sicht muss das genau richtig sein, wenn ich so 2 Eier so nicht ganz weich haben will. Weil weich, lapprig, dieses Eiweiß, das will doch keiner. Jetzt liest sie auch noch die Beschreibung. Dafür ist sie da, Schatz. Schatz, setz dich hin dazu, damit du auf die Kamera passt. Nee. Also, wir probieren mal bei weich. Ist es 3 Eier und mittel sind es 2. Muss man austesten. Hat Ilona gesagt. So, wir stecken das da rein. Ist nichts explodiert, ja? Also man möge mir verzeihen, das ist jetzt natürlich Netzstrom und wir können nicht messen, wie viel wir verbrauchen. Das machen wir aber morgen und ich wollte nur verhindern, dass ich wieder so blamabel dastehe und mich mit der Technik nicht auskenne. Deswegen dieses Vorab-Video. Heißt es, das Wasser muss hier rein? Jo. Also das Wasser muss hier rein. So, jetzt ist das Wasser da drin. Schmeißt die Eier rein? Nein. Die Eier sollen angeblich hiermit gepikst werden. Ich weiß zwar nicht, wofür das gut sein soll, aber wir machen das mal. Hört sich ein bisschen blöd an, ne? Hier. Oder hier? Wurst. Deckel ruf. Oder hier? Deckel ruf. Wir machen es so. Entscheidung. So, jetzt kann ich sogar noch lesen, was das für Eier sind. Nicht lesen, anscheinend. 14. Das Wasser so. Muss jetzt so. Und jetzt schalten wir das hier ein. Boah. So, und wann ist jetzt fertig? Wenn er Piep macht. Wenn er Piep macht, ist er fertig. Also ich berichte mal, die Lampe leuchtet immer noch rot, ja? Und es hat noch nicht gepiept. Natürlich gehört sich jetzt eine cinematische Aufnahme des Eierkochers, die ich hiermit vorführe. Ja, also so sieht's aus. Ich verstehe den Vorgang ehrlich nicht. Ilona sagt, jetzt muss das Wasser verdunsten. Ich glaube, man kann so ein bisschen sehen, dass es anfängt zu qualmen aus den beiden Löchern hier oben, die ich bisher gar nicht zur Kenntnis genommen habe. Und auf jeden Fall das Wasser da drin, wenn man genau reinguckt, blubbert so ein bisschen. Natürlich setzt man sich nicht wirklich mit Mützchen an den Frühstückstisch. Und das Zeug, was ich da runtergeschmissen habe, habe ich inzwischen natürlich auch aufgehoben. Unser Hauptdarsteller ist ja nach wie vor der Eierkocher mit dem schicken roten Licht. Deswegen ist er auch zentral angeordnet. Kleine Zwischenbemerkung, also ich weiß nicht, wie viel Strom jetzt hier durchgeht. Ich habe auch vergessen, auf die Uhr zu gucken und weiß insofern auch nicht, wie lange es dauert. Blöd. So, Alexa, stopp. Es dampft nicht mehr. Es hat piep, 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 piep gemacht und die Lampe ist jetzt nicht mehr rot, sondern blau. Angeblich ist es damit fertig. Ich weiß jetzt nicht, können die Eier jetzt da drin auskühlen oder muss ich sie schnell rausnehmen? Ausschalten. Deckel weg. Deckel weg. Und jetzt werden die gar nicht abgeschreckt. Eier in Becher und fertig. Eier in Becher und fertig. Ja, wir haben hier dieses schöne Zwiebelmuster. Frauen lieben sowas. Hier ist jetzt natürlich noch jede Menge
unverbrauchtes Wasser drin. Und da drin sieht es irgendwie zerkratzt aus. Ach ja, und weil hier Löcher drin sind, läuft das Wasser natürlich raus. Sauerei. Die Eier und gleich wieder darauf legen. Und jetzt kommt der spannendste aller Augenblicke. Wir nehmen Ilonas Ei, also nicht meins. Nein, wir nehmen mein Ei. Dieses Messer. Ich muss erstmal den Tisch abwischen. Leute, das geht so nicht. Oh. Also wir nehmen mein Ei, das hier. Oh, das ist heiß. Also, das zwiebelgemusterte Becherei. Die Schrift ist jetzt übrigens nicht mehr lesbar. Also ich kann jetzt nicht mal mehr feststellen, von wann das Ei ist. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Oh, es ist wirklich heiß. Seht ihr das? Es ist lapperig, es ist unfertig. Naja, also das nächste Mal nehmen wir nicht weich, sondern mittel. Konsequent. Morgen. Bis dann. Guten Appetit. So, Fehleranalyse. Und jetzt muss ich mal die Wissenschaftler unter euch fragen. Also ich habe jetzt hier Mittel und auf der Skala sagt er hier oben, das sei ein Ei, dann in der Mitte zwei und unten drei. Warum sollen drei Eier weniger Wasser brauchen als eins? Das erschließt sich mir nicht. Oder ist es einfach chinesisch falsch übersetzt?